young, like a newborn rising face. Through the rain and light, wandering out to this great home. And I don't want to cry, but tell them if you don't, so I was born afraid. Ja, wie soll ich sagen, wir haben uns heuer was Besonderes einfallen lassen. Wir haben also, sage jetzt mal, 5-mal in der Woche Live-Musik an verschiedenen Orten. Kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Ja, also die Response ist sehr, sehr gut und die Leute sind eigentlich begeistert. Und wirklich, sage jetzt mal, haben wir uns was Besonderes einfallen lassen. Also es wird 5-mal in der Woche gespielt. Ja. Am Samstag haben wir eben hier am Mountain Star. Das ist, weil wir ja besonders viele Einheimische haben, dass wir denen auch was bieten können. Deswegen haben wir das aufs Wochenende gelegt, wo wir mal ja normalerweise nicht so viel los haben. Und dann am Montag und am Freitag haben wir also mal ein bisschen fetzigere Musik, weil der ist beim Schirm. Ja. Das ist so, da haben wir, hier haben wir eher so ruhigere, würde ich sagen, so Oldies, ja, Pop-Rock von den 60er, 70er, 80er Jahren. Das passt, also glaube ich, ganz gut daher. Da kann man ein bisschen mitswingen und so. Und ja, am Schirm geht es dann natürlich ein bisschen mehr zu. Wo wir auch noch eine ruhige Musik haben, ist beim Top Mountain Coast Band. Ja, da ist auch die gleiche Band wie hier am Mittwoch. Ne? Und besonders eine wilde, sage ich jetzt mal, Geschichte, wildere oder mehr auf Après-Ski, sage ich jetzt mal, ist immer am Donnerstag, weil da haben wir Nachtrodeln und Nachtskifahren. Und da ist eher mehr der Après-Ski gefragt. Ja, da wollen wir, dass die Leute eventuell auch sogar auf den Bänken tanzen. Wir wollten einfach den, unseren Gästen einfach ein bisschen mehr bieten, ja, und das ist uns eben eingefallen, dass wir also 5-mal in der Woche eben Live-Musik machen. Kommt gewaltig gut an, wir haben da eine gute Response, ich sage jetzt mal, ein bisschen ein Mehrwert für den Gast auch. Ja. Ich meine, wir wissen, Berggastronomie ist nicht ganz billig, ja, und da kann man mit solchen Aktionen, glaube ich, den Gast dann noch mehr zufriedenstellen. Wir hatten also gewaltig viel sag jetzt mal, Niederschlag und dadurch natürlich auch sag jetzt mal, relativ viel schlechtes Wetter. Aber natürlich wirkt sich das jetzt super auf die Pisten aus. Also die Verhältnisse sind so gut wie eigentlich schon die letzten, glaube ich, 10 Jahre immer. Und ja, für das Frühjahr wird das sicher eine super Geschichte werden, dieser große Schnee. Und also allgemein muss man sagen, sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Ja. Boom, 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 boom.